minute you walk in the joint, da-da, I could see you were a man, not a distinction, a real big spender. Letzte Woche bei Sarah and Marc in Love. Wedding Planner Frank und Sarahs Mutter Soraya suchen in Spanien nach dem passenden Hotel für die Hochzeitsgäste. Und erleben eine böse Überraschung. In Echtzeit ist es nicht zu realisieren. Also haben wir jetzt keine Hotels und wir haben keine Location. Robin hat sich nun doch entschlossen, die Schule zu Ende zu bringen. Ja, im Moment steht ja die Frage, ob das vielleicht mit dem Internat klappen könnte oder nicht. Marks Mutter Toni und Großmutter Eleanor sind frühzeitig aus Amerika angereist. Sarahs Versuch, Marks Familie mit ihren Kochkünsten zu beeindrucken, misslingt. Can you come down here for a second? Doch, Lieferservice sei Dank, ist ihr Ruf als perfekte Schwiegertochter gerettet. Hop, hop, rein in Kopf. Es sind noch 7 Tage bis zur Hochzeit. Herzlich willkommen in unserer Douglas Beauty Spa. Wir haben uns gedacht, jetzt kurz vor der Hochzeit machen wir uns alle noch mal ein bisschen schön, lassen uns ein bisschen verwöhnen, entspannen uns ein wenig. Und da war dieser Spa-Tag genau richtig, dieser Beauty-Tag. Und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Können wir auch gleich beginnen, wenn Sie mögen, und zwar mit der japanischen Luxusbehandlung. Wer gönnt sich diese Körperbehandlung? Ich wohl. Ja. Ja. Bei allen Paaren, die heiraten, glauben ja, das ist für immer und wollen und wünschen sich das ja auch. Aber oft ist ja im Laufe des Alltages geht das ja alles unter. Ja, was ist das Geheimnis? Ich denke, es ist einfach jeden Tag Arbeit, immer wieder neu, sich das bewusst zu machen, dass man einen Partner hat. Und auch jeden Tag neu mit dem flirtet. Mhm. Das finde ich sehr wichtig. Ich würde mir wünschen, dass mancher Mann ich einfach mehr Gedanken machen würde, wie er eine Frau verwöhnen kann. Also nicht in Form von Brillanten oder Geld, sondern in Form von kleinen Aufmerksamkeiten, die der Alltag so bietet. Mhm. Das wäre sowas, wo ich echt noch nachstrebe und euch das auch wirklich von ganzem Herzen wünsche, dass ihr das schafft. Auch die Männer der Familie gönnen sich eine Auszeit. Sarahs Vater Michael nimmt Marc, Robin und Cousin Mike mit auf eine Bootstour. Es war gut, mal mit meinem Schwiegervater unterwegs zu sein, ohne dass Sarah dabei war. Wir haben eine richtig Männertour gemacht. How are you, boys? Okay here? Marc, es sind nur noch ein paar Tage, wirst du meine Tochter in ein anderes Leben holen. Bist du dir klar darüber, dass das eine andere, komplett andere Welt ist, in die du gehst? Das ist ein Leben, das ist ein Schnitt. Was ich glaube, ist, dass du als Mann ein eigenes Hobby brauchst, damit du eine eigene Welt hast, für dich und deinen Sohn. Eine Welt, die nur dir gehört. This makes sense. Das ist schwer mit Sarah, though, because she any freie Zeit ich habe, Sarah wants me to be by her. But you have to fight for it. Du musst dafür. Machen wir nicht zu viel Angst jetzt. Du musst dafür kämpfen. Jeder Mann braucht ein Hobby, eine Welt, die nur für ihn da ist. So wie ich das hier habe, kann anderes sein. Du kannst Sarah mitnehmen, aber es ist deine Welt. Dann bist du der Boss. Yeah, but when you're married, nach der Hochzeit, ich bin never the boss, right? Das ist richtig, right? Ich mach den Boss. I think that Marc should also be, you know, challenged, and I think that... Be careful what you say, Sarah just came in. Oh! Hello. Ah. Oh, I brought you fresh orange juice. Thank you. Thank you. You made this too? Thank you. You like some? Mm. No, I didn't make this myself, I must admit. We're just talking about you and Marc. Really? Yeah. What are you talking about? All good things. All good things? I don't know. Yeah. We're talking about how we think your marriage is. And what do you think? I think it's good at this point.
we don't know what'll happen in the future. What do you think will happen? Well, I think Marc has to come first all the time. For you. Mm-hmm. And you should be first with him. Regardless. Oh, you mean compared to everything else around right. us? Right. Okay. Including your children. Okay. Do what you have to do to bring them up properly. But when your son is old enough, he's going to say, goodbye, Mom. Mm-hmm. Goodbye, Dad. Yeah, you're right. You're and right. you'll still have your husband. True. Lebe dein Leben. Bleib du sein Mann. Hm. Sein Kerl. Sein Kerl, vergiss dich nicht. Yeah. Das spüren Frauen, glaube ich, sehr, sehr früh. Sehr früh. Zeig, dass du jemand anders bist. Zeig, dass du nicht Sarah bist, dass du Marc bist. Hm. Ja. Du darfst dich nicht weich kneten lassen. Ich glaube, sie braucht irgendwo die Grenzen. Sie will irgendwo die Grenzen gezeigt kriegen. So wie man testet in seiner Beziehung ja aus, wie weit kann ich bei meinem Partner gehen. Und wise man speaks. Wise man speaks, yes. So, lass uns das Boot genießen, lass uns die Fahrt ein bisschen genießen. Schön hier, ich bin hier oft. Ich liebe diesen Fluss, ich liebe Safety. Diesen Fluss. Ich habe hier meine Kindheit verbracht, einen Teil meiner Kindheit. Ja, ich glaube, das ist immer bei uns allen. Natürlich, wir sind alle sehr dominante, starke Persönlichkeiten. Und dass man immer gucken muss. Aber Marc gibt mir eigentlich schon ganz klare Zeichen. Ja, der ist immer sehr lange sehr geduldig und dann irgendwann sagt er halt so, jetzt ist Schluss, mein Lieber. Und hängt dann auch mal den Macho raus und hat dann auch mal auf den Tisch. Und sowas brauche ich auch. Ich wollte gerade sagen, nur einer, der mal Ja und Amen sagte. Nee, das wäre ganz schlimm. Ja, das geht nicht. Mal eben so nebenbei, mein Wasser wird jetzt kalt übrigens. Ich möchte jetzt duschen gehen. Ich möchte mal Bubbles anmachen. Wollen wir tauschen? Ich suche mal deinen Knopf. Geh weg mit deinen Händen. Jetzt verstehe ich euch nur nicht mehr. Mach nichts, sei jetzt schnell aufschmann dich. Danke. Mensch, Sarah. Ist mein Handtuch ins Wasser gerutscht? Seit Tagen beschäftigt Robins Schulsituation Sarah und Soraya. Sarahs 17-jähriger Bruder möchte lieber Tänzer werden, als weiter die Schulbank zu drücken. Doch es gibt überraschende Neuigkeiten. Hey, na? Ja. Alles klar? Ja, geht so. Na? Komm in die Küche, ich mach grad Salat. Salat? Das ist schön. Mhm. Oh, ist ein ekliges Wetter. Ja, der kurze Weg vom Auto bis hierher war schon schweinekalt. Setzt euch. Ihr kennt Eleanor, kennt ihr, ne? Ja. Ja. Hi, Eleanor. Hi, Robin. Hallo. So, Robin hat sich ja Gott sei Dank dazu entschlossen, doch die andere Schule zu besuchen. Nun? Ja, mehr oder weniger. Ich schon aber, musst du weg, ne? Musst du schon am 7. anfangen, oder wie? Du musst auf, ey. Am 8. Kann ich noch nicht mal mit zur Hochzeit. Echt? Ist das schon sicher? Mhm. Mhm. Höchstwahrscheinlich, also die Chancen stehen ganz, ganz, ganz schlecht. Oh nein. Ja. Aber es hat ja auch was Positives. Ach, was? Nichts Positives. Doch, war. Natürlich, dass du dich entschlossen hast, diese Schule jetzt zu besuchen. Ja, ja, entschlossen habe ich mich. Kannst du auch nicht nur für die Hochzeit kommen? Hast du schon ganz, ganz sicher abgecheckt? Sogar nur reinfliegen und wieder raus vielleicht? Nee, hundertprozentig ist da, steht da nichts fest. Also vielleicht besteht eine ganz, 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 ganz kleine Chance, aber ich will die Sache auch durchziehen halt. Ich will da jetzt nicht noch groß. Eine Sonderstellung. Oder? Genau. Mhm. Wollt ihr irgendwas trinken oder so? Nee, ich möchte nicht. Wir wollten eigentlich nur ganz kurz uns verabschieden. Oh Mann, jetzt fahren wir alle nach Spanien und du bleibst hier, oder wie? Ja, musst hier bleiben. Aber vielleicht hast du hier noch ein bisschen Sonne. Das ist ja wunderschön, da wo das ist, deine Schule. Ja, aber hier ist es ja hier ist so ein bisschen trostlos. Im Regen. Hier ist es echt beschissen. Ja, das na, mein kleiner Bruder wird erwachsen. Geht aus dem Haus. Ja. Noch eine Mama. Ja, ganz schrecklich. Wir werden alle Flügge. Marisa geht auf Weltreise, Robin wechselt die Schule. Oh, für mich ist das echt der Tod, da ich ja so schwer loslösen kann. Aber ich bin so froh, dass du das machst, Robin. Ich bin so erleichtert. Ja. Das ist auch der richtige Weg, Robin. Ja. Glaube ich auch. Du wirst das auch nicht bereuen. Du wirst bestimmt in 2 Jahren zurückgucken und sagen, Mann, ich danke dem lieben Gott, dass ich so eine tolle Schwester habe, die mir so einen tollen Rat gegeben hat.
Das ist der erste Mann, der sich wehrt, wenn ich ihn küsse. Ich glaube, es hackt. Noch abwischen, wenn du küsst. Guck mal her. Ja, ist er dann. Also ich bin wahnsinnig stolz auf Robin und ich denke, das ist die richtige Entscheidung, dass er jetzt doch die Schule weitermacht. Und klar tut es mir weh, es tut mir leid, es tut mir auch von der Mama leid, weil Marisa geht jetzt aus dem Haus, macht ihre Weltreise. Robin ist jetzt auf einer Ganztagsschule die ganze Zeit irgendwie und tja, ich schätze, mein kleiner Bruder wird erwachsen irgendwie. Okay, tschüss. Marc hat den ersten großen Auftritt mit seiner neuen Band. Seine Schwester Michelle ist extra früher aus Amerika angereist. Sie möchte ihren Bruder unterstützen. No matter if it rains, it's all rock and roll. All right, don't suck. Also wenn die Großschwiegermutter und die Schwiegermutter da sind, dann achten wir natürlich schon darauf, dass man sich ein bisschen benimmt und nicht ganz über die Schwelle, wie sagt man das, schlägt. Für die ist das ja alles neu. Die waren noch nie dabei, die haben noch nie performen sehen und die sind also völlig fasziniert von allem, was hier passiert. But I just wish you would buy a pair of pants. A yeah. Good pair. Look, it's terrible. They hang on the floor. Your pants should hang on the floor. No, be down here. Look. You should tear open your knee a little bit. You. 5 minutes, I said? Es war ein unglaublicher Auftritt. Marc hat gerockt, die Band hat gerockt und seine Familie war entzückt und gerührt bis zu Tränen. Und ich bin einfach unglaublich stolz. I wonder where we go from here. We have been this enjoy, yeah. I performed for you tonight. I just wish his father could have seen it. Oh, he will again. You know, this was just the first show. There's a lot more to come. He will. We've been through this once before. Need a swim to reach the shore. I'm crying because he's so good. And his father wasn't here. That's all. I just wish his father could have seen him. And it'll never be the same after the first one. They're making me cry. Sarah? Ja? Who's meine große? 2 Tage später. Sarah und Marc müssen für die bevorstehende Spanienreise Koffer packen. Das ist mein Koffer, den ich hier habe. Nein, das ist meiner. Es ist nicht dein Koffer. Es ist mein Koffer. Honey. Welche Schuhe bringst du? Honey? Welche Schuhe? Die Schuhe alle. Alle? Ja. Why don't you decide now what you're gonna wear? Ich bin Zwilling, ich kann mich nicht so früh entscheiden. Honey. Ich meine, die sind auch ganz süß. Oh, ich kann mich immer nicht entscheiden. Meine, es ist heiß in Spain. Die habe ich, glaube ich, noch nie angehabt, die Gucci-Schuhe. Honey? Honey? Oh, Gott. Es ist heiß in Spain. Holy Jesus, Schuh. Honey? Sarah hat so viele Klamotten und weiß es nicht, was sie mitnehmen soll. Eine ziemlich crazy Frau. Are you bringing Bikinis? Oh, ja, meine Bikinis. Ooh. Bikinis. Aber welchen denn?
nehme einfach alle mit, dann weiß ich, kann ich da mal genau aussuchen direkt. Nein, alle, honey. Einen schwarzen, einen roten. Must bring all my computer stuff. Einen pinken, einen bunten. Ich muss auch noch verschiedene Formen nehmen, damit ich keine verschiedenen Abdrücke habe. Ne? Damit ich nicht mehr denselben Abdruck habe. This is my favorite bikini, honey. Ja, den hast du mir auch mitgebracht aus Amerika, aber. Weißt du was? Der sitzt irgendwie nicht so gut. Mal gucken, das ist, siehst du, was das meint? Ich meine, das ist so. Here's my favorite bikini. Sich hier so zusammen. Honey, put this away. My favorite bikini. Das ist kein Bikini, das ist Unterwäsche. Little pink number. This is not your drawer, okay? This is a secret drawer. I just want to look, honey. No, stop it. No. No. Can I just pull this like one thing? I'm going to go to your underwear drawer. Honey, stop it now! This is a number. Das darfst du noch nicht sehen. Alito. Aufbruchsstimmung. Die Terenzis verlassen Wildeshausen in Richtung Spanien. 13 Mitglieder der Hochzeitsgesellschaft fliegen von Bremen über Frankfurt nach Barcelona. Das sind meine Schuhe und meine Handtaschen. Die wichtigste Tasche. Vino. No more climbing trees. Nicht auf irgendwelche Bäume steigen, von denen wir nicht von wegkriegen. Wait, why doesn't it rain? Where do we put the luggage? Drop it here for now. Honey, vorsichtig, ne? Das ist meine Schuhtasche. Oh ja, yeah. Chilligung. Sorry, shoes. Are you okay back here? Are you good? Honey, look. Hey, Marc, can I remind you we're really late? Yeah, but look. We're really late. Look at what this does. Okay, it's awesome. Yeah. Mein Koffer ist nicht mitgekommen. Das ist das Kleid. Fehlt jetzt alles, ja? Fehlt alles. Tja, mit so vielen Leuten zu reisen, da muss eigentlich irgendwas schief gehen. Und ich war schon erstaunt, dass es relativ smooth alles gelaufen ist. Great beginning to a wedding. Bis wir dann am Gepäckband standen und aber sämtliche, alle Koffer samt Kinderwagen und allem Kram weg war, nicht angekommen ist. Lulu, sag ihr, wie dein Koffer aussieht. Ach so, Lulu hat. Honey, your suit. Do you have your suit though? Mark? What? No. We'll have to get married in shorts. I don't understand the stroller. Army shorts. Yeah, the Kinderwagen was supposed to be on the plane, but der ist im Flugzeug abgegeben worden. Das finde ich völlig unlogisch. Der muss da oben ja sein. Der kann ja nicht zurück nach Frankfurt gehen. Die 9. Yes. Also Sarah, ich würde jetzt schon rausgehen und das mit den Autos machen. Ja? Not ready for that. Wo ist Valentina? Weiß nicht. Die war doch bei euch gerade. Nee, bei mir war sie nicht, war nur mit dem kleinen. Ich hab sie auch nicht gesehen. So, dann gehst du sie jetzt bitte mal eben suchen. Ich weiß doch nicht, wo sie ist. Ja, dann ist sie geil gegucken. Vielleicht ist sie noch bei Sarah und den. Ich hab sie verloren. Ja, wo ist Sarah? Die ist noch da drin an dem Gepäckschalter. Boah, ich bin jetzt schon völlig gehen. Hey, du fährst mir in die Füße. Ja, das fahr ich doch nicht extra. Versuch da vorne reinzukommen und wenn nicht, ob du einen siehst. Da ist sie ja. Da ist sie ja, Valentina. Pass mal, mach mal das. Du, hör mal zu, du läufst hier nicht einfach weg. Jetzt suchen dich die anderen alle. Renn nicht einfach hier weg. Nächstes Mal sagst du Bescheid, das ist ein großer Flughafen. Hier kommen auch Kinder weg. Ist das klar? Ich war doch gar nicht weg. Ich hab dich nicht gefunden, ich hab mir schon große Sorgen gemacht. Ihr dürft jetzt was trinken. Lulu hat dich die ganze Zeit gefunden. Wo ist jetzt Lulu mit Tyler? Marisa, ich bleib jetzt hier mit den Kindern. Du suchst jetzt bitte eben Lulu. Bitte. Ich mag. Für die ist mit Tyler irgendwo unterwegs. Ich sehe überhaupt gar keinen mehr. Meine CDs sind hier drin. Okay, genau. Bitte. Valentina, du bleibst jetzt hier bei mir. Ja. Sophia Luisa. Sophia, where is Lulu? Keine Ahnung. I don't know where anybody is. Shit. I lost Lulu. I can't find anybody. I can't find my sister. No, I can't find anybody. Over here. Over here. Yeah, where's my sister? She's waiting for. I need her license for the car. I need her Führerschein for the auto. Yeah, ich muss Lulu finden. If I see them, I'll send them to you. Yeah, please. Lulu. Lulu, hey. Aber wann war Valentina denn hier? Die kam aus der Richtung und dich haben wir nicht gefunden. Ja, ich hab sie doch nicht gesucht. Lulu, die ganze Zeit. So, jetzt bleibt ihr aber alle hier ganz dicht bei mir. Jetzt habe ich aber die Nase voll. Sie lassen jetzt nicht mehr weg. Es sind alle hochgradig gereizt. Ja, ich kann auch nicht mehr. Du hast mich
Ja, aber du sollst doch keine halbe Stunde bleiben. Kann ich da immer den Pulli ausziehen? Mama! 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 Alle da, jetzt ja? Ja, jetzt sind alle da. Ja, wo sind Sarah und... Die sind noch drin bei der Gepäckermittlung. Ja. Und Marc holt die Autos. Ein einziges Chaos hier. Und jetzt geht keiner mehr weg. Keiner geht was kaufen, nicht. Ihr bleibt jetzt alle hier. Sonst sind wir um 8 noch nicht im Hotel. 22 von 23 Gepäckstücken fehlen. Zum Trost fällt die Begrüßung von Wedding Planner Frank umso herzlicher aus. Hola. Hola. Show me how you blow. Hey, you're good. There's so viel family. Ja, das ist doch toll, das ist doch super. Für euch habe ich mir was ganz Besonderes einfallen lassen. Mhm. Zwei Suiten. Für jeden eine. Oh. Für jeden eine Suite für dich und eine Suite für Sarah. Für was? Ja, das, ihr seid vor eurer Hochzeit, ihr müsst getrennt übernachten. Ja gut, aber das erhöht die Spannung und ihr freut euch wieder aufeinander. So, und jetzt husch auf die Zimmer und anschließend gehen wir zum Strand. Sarah und Marc sind mit ihren Familien zur Hochzeit nach Spanien gereist. Die unterwegs verschollenen Koffer sind wieder aufgetaucht. Ein guter Grund, sich unbeschwertem Strandvergnügen hinzugeben. Yeah, you guys suck. Let's swim. Ich kann mich ja auch direkt hier drauflegen, ja, glaube ich. Da ran. Ups, fallen die auf mich rauf? Ist ja schön, dass eure Koffer da sind. Aber ja, ich habe jetzt, meine Koffer waren schon immer da, aber ich habe meine Badehose vergessen. Jetzt liege ich hier in so einer komischen Unterhose. Mit so einem gefährlichen Schlitz. Ich hoffe, ich werde es überleben. Richtig. Wo hast du das denn und werde nicht ohnmächtig werden. Wo hast du das denn schon wieder gesehen? Der Käfig ist offen, aber der Tiger schläft. Leider. Ja, auf dem Tiger liege ich gerade. Sag mal, was ziehst du denn bei der Hochzeit an? Frag mich bitte nicht das. Mit dieser Frage beschäftige ich mich seit 3 Wochen. Oh mein Gott, und das als Mann? Ich habe mir so vorgestellt, so ein Brokatanzug, also weißt du, der in sich so gemustert ist. Und du meinst, das ist nicht heiß? Ja, natürlich aus dünnem Stoff, aus so einer Wildseide oder sowas, weißt du, ganz dünn. Und die andere Idee, das war ganz lustig, die ich hatte, darf ich eigentlich gar nicht laut sagen, habe ich gedacht, so, ich komme so in kompletter Lederkluft. Oh. Mit einer Peitsche, weil ich muss wirklich da bestimmt absolut der Treiber da sein, der Sklaventreiber. Ich muss die alle im Griff haben, Catering-Technik und ich muss da durchgreifen. Ist auch ein bisschen crazy, oder? Ja, ist es. Da ist wirklich das Problem, dass es zu heiß ist, weißt du? Sonst würdest du das machen? Ja. Finde ich ja ganz schön mutig. Ja, doch. Ups. Okay. So eine Pop-Hochzeit. Pop-Hochzeit. Yeah, ne? It's a nice little stuffed animal you have here. Hallo? 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 Das ist zurück ins Meer ziehen. He's heavy. Nach dem Strandausflug beschäftigen sich Frank, Sarah und Marc mit den letzten Details der Hochzeitsorganisation. Danke sehr. Also meiner ist Pfirsichsaft. Zum Wohl. What? Meine ist Peach. Oh. Prost. Try it, auf, orange. Auf euch, auf die Hochzeit. Ja. Mhm. Auf das großartige Essen, auf die großartige Deko. Ja. Mhm. Oh, jetzt müssen wir noch den Ablauf besprechen. Auf der Hofe, next rain, oh. Regen. Oh mein Gott. Sollen wir, was ist das? Oh, regnet es schon wieder jetzt? Also darauf habe ich wenig Einfluss, aber ich bemühe mich. Und bisher hatte ich immer einen sehr guten Draht zum Wettergott, also wirklich. Und wir haben auch eine Backup-Lösung. Maybe go at the same time. Ah, hier, okay. Ready, go. Oh, oh. Na toll. Das ist ja August in Spanien. Tolles Spanien hier, raus, weißt du?
Frau, okay. Was machen wir denn, wenn wir Regen haben an dem Abend? Also dann werden wir natürlich eine Inside, also eine Indoor-Lösung haben. Diesen komischen Saal da? Ja, der wird natürlich dann, also ich habe noch eine andere Idee, dass wir, es gibt oben diesen Courtyard, diesen Platz. Ja. Diesen Innenhof mit den schönen Bäumen, den könnten wir, würde ich dann komplett überzelten, überdachen. Dass wir, wenn es regnet, dass wir wirklich auch draußen trotzdem machen können. Exakt. Okay, so. Was also, ist denn mit... jetzt zum Ablauf mal so ein bisschen, ja? Hier ist das Meer. Also erst kommen die Gäste an, ja? Und dann kommst du, ein paar Minuten versetzt, mit der Kutsche angefahren. Du hast ein Walkie-Talkie? Natürlich. Und sagst mir Bescheid. Ich habe wahrscheinlich zwei Walkie-Talkies und drei Handys und zwei Assistenten. Ja. Und dann sagt ihr mir Bescheid, wenn ich komme. Darf nicht, dass ich komme und die sehen mich schon. No one's gonna see you before. Auf keinen Fall, okay. Dafür sorge ich selber. No one's gonna see you, it's gonna be... Okay. Ansonsten werfe ich mich vor dich. Wo bist du denn da die ganze Zeit bei dem ganzen Dings? Ja, ich bin überall. Also, klar, ja, quasi, wie überall, wirklich. Überall in Frieden, ich bin mal hier, mal da, mal dort. Ich muss überall, ja, ich bin die meiste Zeit bin ich bei euch, natürlich, ja, ja klar. Ich muss natürlich euch betreuen an dem Tag, das ist doch ganz klar. Okay. Just in time. Du, und, am Schluss kriegst du es doch alles noch hin, ne? Das war ja schon zwischenzeitlich ein bisschen... ja, man muss es immer spannend wirklich ein bisschen geschwitzt, halten. Also das muss ich sagen. Und wenn das jetzt alles so funktioniert, dann bin ich echt beeindruckt. What a wonderful world, icy skies is blue, red roses too, I see the blue, when I look at you, what a, and I think to myself, what a wonderful world. So back to this wonderful world. Alright guys, wann lüften wir jetzt den Schleier? Na, den Schleier lüftet ihr nach, ihr tauscht die Ringe. Da hast du den Schleier noch unten und dann, wenn ihr, er darf die Braut küssen, in dem Moment natürlich. Eigentlich ja, ne? Ja, natürlich. Und dann, Honey, we have to practice den ganz this. Großen, yes, du hast ja einen ganz langen Schleier auf. Practice pro provost. Wir müssen das pro provost. Das müsst ihr nicht üben. Nein, wir müssen die Schleier nach hinten machen. Wir müssen ein bisschen die ganzen... This is meine probe, right then. Apropos. Wir unbedingt dieses Üben, weil das kann man nicht einfach nur nach hinten machen. Man muss das richtig so... Ja, gut, das ist ganz lang. Muss man ja, nicht so anlegen. Das üben wir aber an dem Tag, wie wenn du das Kleid anhast. Vorher, bevor du... Was? Schatzi, bevor du losfährst. It's a mosquito net. No, it's not. It's very special. You just take the mosquito net and you throw it over the head. It's not a mosquito net. And you give a kiss. Nein, das ist feiner. This is $20,000 mosquito net. It's pretty... I could have made one for $5. Kannst ja noch ein bisschen danach für Asienreisen benutzen oder so als Zelt. Hallo, es ist mein Schleier. Ihr dreht hier so abwertend über den Schleier. Ja, apropos, wann ist das? Ist das Kleid fertig? Es ist Mosquito. Ist es schon hier? Ja. Wo denn? Ist heimlich versteckt. Boah, das kann ich mir nachher mal zeigen. Das mag er nicht wissen. Ja, ich weiß. Hey, Sarah. Sarah und Marks Freunde haben den Junggesellenabschied für das Paar organisiert. Die beiden ahnen nicht, was auf sie zukommt. Heute Nacht werdet ihr geopfert. Mit dem Bus geht es erst einmal in Richtung Barcelona. Mein Junggesellenabschied. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Es ist das Angebot, das letzte Mal in Freiheit feiern. Obwohl ich eigentlich immer lieber mit meinem Mann zusammen feiere. Also ich traue meinen Mädels ja nicht so ganz. Die haben bestimmt irgendwelche versauten Sachen vor. Noch nackter als jetzt? Echt jetzt? After we get Europe, we're gonna be going to Japan. They said I have to walk around naked. Aber du auch keine nackten Frauen auf ihr drauf. Keine nackten Frauen hier auf ihm, ne, Christian? Aber nackte Männer auf dich. Christian ist ein guter Freund von mir und ja, er ist Polizist und er hat viel gute Ideen für Bachelor-Partys. You look sexy too, honey. You'll be so sure. Yes. Adios, honey. Adios, Marc. What are we doing?
Ja, lass mich überraschen. Die Freunde Amelie und Christian sind die Spielführer des heutigen Abends. Das Motto: Frauen gegen Männer. Sarah gegen Marc. Die Aufgaben sind für beide Gruppen gleich. Dies sind deine Aufgaben. Und sie haben ja Drohung. Du hast jetzt eine Minute Zeit, diese spanische Liebeserklärung auswendig zu lernen und sie dann einem Spanier vortragen. Ojos. Yes. Preciosos. Yes. Preciosos. Mi. Oh, schade, die Zeit ist rum. Und jetzt. Wait, don't I lose it? Ah, gut. Du darfst nicht lesen. Was? So, jetzt werden wir eine I schöne. I must remember it? Oh, yeah. Nein. Doch. I don't remember anything from it. Also, die Übersetzung ist: ein einziger Blick in deine schönen Augen lässt mein Herz vor Freude springen und mich nach deiner Umarmung sehnen. Oh, and to Sohos. Sí. Preciosos. Preciosos. Yes. Messy. Oh, der mit den Locken, der sieht geil aus. Ja. Tengo que ir algo. Solo una mirada en tus ojos preciosos me hace latir y anhelar. Corazón? Ya? Sí, sí. Tuyo. Is that right? Oh! Ich denke mal, wir werden jetzt da mal hingehen, in die Menge, da wo das Leben tobt. Okay. Und da musst du einen Song singen und versuchen, mit diesem Song 5 Euro zu verdienen. 5 Euro? 5 Euro. I wanna dance with somebody. Come on. Woo! I wanna feel the heat with somebody. Woo! Damn it, get some money of you and me. Get some money. Too much in love. So free. Yeah, come on. All I need. Thank you. Yeah, yeah. Here's another day to hold you down. The minute you walk in the joint, da-da, I can see you were a man on a distinction, a real big spender. All right, is that enough? How much is that? So, jetzt wollen wir mal zählen, wie viel Geld du zusammengekriegt hast. Warte. Ich glaube, wir haben jetzt aber 5 Euro zusammen. Lass uns mal zählen, wie viel wir haben. Lass uns mal zählen, wie viel wir haben. 11. 20. 20? Ja, 20. Ja, 20. Ja, yeah. Oh, yeah. The boys. Sagen die Jungs? Nein, die müssen weg. Also wir haben 7 und dann noch wie viel? 8? 9,50 €. Du musst hier von einer hübschen Spanierin einen letzten Kuss geben lassen. Nein. Doch. Alright, guys. Okay. I need to kiss some girl. Sarah hat die Aufgabe, sie muss 5 spanische Männer küssen. 5? Ja. Was? Where is she? Marc und ich haben uns eigentlich gesagt, also Marc hat gesagt, wir küssen niemanden auf den Mund. Du willst doch gewinnen, du willst gewinnen. Genau. Und du kriegst auch einen Kaugummi. Da warst du vorhin schon. Mit dem blauen T-Shirt. Da hast du schon gesucht. Schon wieder der gleiche? Ja, der ist aber süß. Wir haben da einen netten ausgesucht. Sie? Oh, yes! Yay! Muchas gracias. Okay, ready? Ja. Okay. Ist ja nicht so schlimm jetzt, ne? We're going in the back room. Also, ich sag volle Punkte. Ja, sehr gut. Du musst mit einer Spanierin Flamenco tanzen. Was? Okay, ich hab schon eine Mama. Good. Well done. Ohne Musik.
Willkommen zum Resultat. Ich kann nichts anderes sagen. Du bist der Gewinner. Oh nein. Ich muss wieder so einen blöden Hut aufsetzen. Und Sarah muss jetzt den ganzen Abend mit diesem Hut rumlaufen. Ja. Ich gebe es dir, Sarah. Oh nein. My friends. Oh, boo. And we'll keep on fighting till the end. Nach der Siegerehrung dann der Klassiker. Sowohl Sarah als auch Marc bekommen von ihren Freunden jeweils einen Striptease spendiert. Goodness. She's fucking wet. Honey! She made me touch her. I didn't see it. Good thing you didn't see it. Thank you, guys. Sehen Sie nächste Woche. Die Krönung einer großen Liebe. Sarah und Marc feiern die Hochzeit des Jahres. Man hat das Gefühl, man verliert ein Stück. Auf der anderen Seite bekommt man auch jemanden dazu. Yeah, I am definitely gonna cry, of course. It's my son. Oh yeah, lots of crying women. Yeah. I cry. I could cry now. There'll be crying men too. Nach der Hochzeit and vor der Hochzeit and during the Hochzeit and alles. I can't talk about it. Forget it. Not me. We'll see what happens, I guess. Also ganz persönlich freue ich mich einfach darauf, wie Marc und Sarah sich küssen und sich das Jahrwort geben, glaube ich. Wo ich wirklich ihm Marc gegenüberstehen muss, ihm in die Augen gucke und dann mein Gelübde ihm vorlese. Ich wünsche ihr sehr viel Glück an ihrer Hochzeit.